Hafermilchlatte, wenig Schaum. Hey, wie geht's deinem Marsfreund? Fernbeziehungen sind scheiße. Wie lange seid ihr schon zusammen? 8 Jahre. 8 Jahre? Wie habt ihr das hingekriegt? Er erfüllt alle Anforderungen. Oh, du meinst das Wort wörtlich? Markantes Kinn, mentale Stärke, Sixpack. Wir hatten einen Plan und dann bekam er seinen Traumjob als Marsianer. Also habe ich mich fürs Mars-Programm angemeldet. Hast du dich schon mal gefragt, ob die falsche Person zum falschen Planeten fliegt? Auf Nimmerwiedersehen, Walt. Hallo? Hey. Was machst du hier? Wer schleicht sich in Raumschiffe? Ich kann's erklären. Schon als Kind habe ich davon geträumt, zum Mars zu fliegen. Bitte halt meinen Traum am Leben. Du kommst sofort mit. Du verlässt unter gar keinen Umständen meine Kabine, okay? Das wird ätzend, oder? Nur 35 Tage lang. Du musst dich unauffällig verhalten. Zusammen. Ich bin Captain Tarder. Das ist Sophie, meine Freundin. Langjährige Freundin. Ich erinnere mich gar nicht an dich von der Einführung. Was ist passiert? Musstest du ihm direkt den Overall vom Leib reißen? Was für ein Scheiß. Hey, was ist los? Ich vermisse dich nur. Entschuldige, waren wir zum Telefonieren verabredet? Komm schon, amüsieren wir uns. Ich amüsiere mich nicht. Du fliegst auch nicht mit Raketen oder verbündest dich mit blinden Passagieren. Sophie Ann Walt, hörst du mich? Wollen wir wetten, dass du das gerade in dein Handgelenk gesprochen hast? Du musst es akzeptieren. Du bist eine Weltraumverbrecherin. Eine historische Reise, um dem Leben eine Bedeutung zu geben. Das ist eine Geschichte, die die Menschen hören wollen. Ihr habt eure ganze Lebenszeit investiert, um Checklisten, die völlig unmöglich sind, zu erfüllen. Ich kann den Plan nicht aufs Spiel setzen. Wenn du die eine Sache findest, für die du bereit bist, quer durchs Universum zu fliegen, musst du sicher sein, dass es auf Gegenseitigkeit beruht. Du kannst vor allem Möglichen davonlaufen, aber nicht vor dir selbst. Ist das etwa von ihm? Nein, Dummchen, diese Redewendung ist super bekannt.